So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Heute ist Tag 21, heute Nacht Nummer 3. So, jetzt kommen die ganzen Zombies an. Ich habe da schon ein paar Minen gelegt. Ich habe jetzt alle da drauf, schön rum. Mein Schamper macht dann den Rest hier. Und ich brauche eigentlich nichts mehr groß zu machen, außer zu warten, dass sie kommen. Mit Schlagenöbel. Ah, der Popmeister ist auch wieder da. Ich komme gar nicht so weit. Hat das gerade einer meinen Kraft? Genau, rennt alle in meine Minen rein, das ist gut. Nicht schlagen. Schlage tut man nicht. Schlagen lasse ich nur. Oh, Soldat. Oh, das ist aber noch spannend. Wie am Schießen, Leute. Wie am Schießen hier. Sehr, sehr gut. Wie am Schießen. Ja, die hat gleich wieder Gas verloren. Ich gar nichts kurz zu machen. In der nächsten Mine. Hey, ein kleiner Stinger hier. Kommt alle nur herein. Hereinspaziert. Der Wind noch mal. Da gibt es einen. Hey, nicht schlagen. Schlage tut man nicht. Nur ich. Ich darf schlagen. Ja, da ist Farbe drin, das ist gut. Und 5er Kolben. Das ist so ein Stahlknüppel, den ich einen hab. Oh, da kommt Feuer auf. Noch ein. Ja. Das ist gut, wenn jeder zweite hier vorbeikommt. Und ich komm dann natürlich auch dazu stehen, da hab ich auch was zu tun. Voll um. Nochmal Bob der Baumeister. Kommt nur her. Jetzt lieber liegen, liebe Junge. Keine Geier, das ist auch nicht schlecht. Aber keine Geier. Einfach mal vorreiten, ist auch nicht schlecht. Haben wir aber schon. Aber kann man nicht verkaufen. Das ist jetzt nicht hier die Aktion. Ja, jetzt kommt es ja aber alle. Und ich sage, dieses Mal tun wir Munition sparen. Also jetzt mit zwei Schüssen abgegeben. Keine Angst, ich habe auch was dabei zum Reparieren. Ich habe mich schon dran gedacht. Ich bin hier doch gerade zu viel hier vorne. Das ist nur hier geklappt, sonst wäre ich nicht dran. Schon
wird einiges zum Reparieren werden. Oh, die hätte ich gern. Ich hier nicht. So, bin ich muss hier mein Fleisch wegmachen. Und der nächste fliegt. Ist doch Geier, cool. Und tschüss, Geier. Warte, ich muss kurz den hier nicht machen. Und dann. So macht es schon wieder mehr Spaß. Dafür ist es halt auf mein eigenes Bett schießen. Das ist noch geil, oder was? Super, ich hab was Gold. Können wir hier gar nichts mehr reparieren? Hast du viel hier auch nicht kaputt gemacht hier? Oh. Komm du her! Na. Ich kann euch dann zeigen, welche Gänse wir hier haben. Wenn die Hornisse vorbei ist. Welche Gänse ist davon abhängig, was ich direkt kriege. Ob ich erst gute Loot kriege oder schlechte Loot kriege. Ich hatte alles noch nach Plan. Also wir haben nicht mal die Knarre gekauft, aber das war's aber auch schon. Ein Kabel, ein Tageskabel macht keine Ahnung, aber gut hier. Okay, oh, jetzt wird aber hier voll. Alles ist gut, dass er reingefallen ist. Danke. Aber wieder cool. Also, können Sie mich doch von da aus treffen. Aber macht mir nichts, weil ja relativ schnell. Da will einer was von mir. Kein Holz dabei. Oh, das stimmt. Oh, und liegen die ganzen Lootsäcke. Da tun wir gleich mal, wenn die Nacht vorbei ist. Wenn die Musik vorbei ist, dann kommt keiner mehr. Ah, die, da kommen noch welche. Die wollen jetzt beide runter haben wollten. Die letzten zwei. Ah ne, da kommt noch einer. Die Musik läuft noch.
Jetzt hat es aufgehört. Wir haben also die Hortnacht wieder überstanden. Ah, dann gucken wir mal, was so kaputt gegangen ist hier. Oder beschädigt worden ist. Ja, eigentlich nicht so viel. Ja, den habe ich ein bisschen kaputt gemacht, aber ist nicht schlecht so schlimm. Machen wir gerade ein bisschen Stahl drum und dann hat sich die Sache. Das meiste werde ich gewinnen dann mit meinen Schlägen hier. Da oben zum Beispiel, da habe ich die ganze Zeit drauf geschlagen. So, da gehen wir mal zu den Lootsäcken. Zumindest werden jetzt keine kommen, weil wir noch in der Blutmondnacht sind. Munition, Schmetzerblätter ist auch gut. Munition ist auch gut. Vier Knarre, ja, okay, Stahl. Dann kann ich das gleich auch noch verstärken. Denn die Treppe bleibt, ich baue da gerade noch was außen rum. Aber wir wollen gucken, was ich für eine Game Stage Stufe habe. Das können wir. Ah, nee, da ist Farbe drin. Wo zerlegen wir? Und zwar sind wir Game-Stage-Stufe 94, also Spielstadion 94, dann müssten wir eigentlich stärkere Gegner kriegen. Und wir haben, wie viel haben wir schon umgebracht? 1608 und ein Toter. Also so viel haben wir noch gar nicht umgebracht. Das heißt, dass wir müssen dann mehr Questen, auch Dynamit haben wir gekriegt. Und eine Quest. Die benutzen wir mal. Die nehmen wir mal, die erlernen jetzt gleich. Töte Zombie. Okay. Diesmal zwischendurch mal. Oh, ich muss mal kurz entleeren gehen. Ich hole gerade mal das Motorrad. Beziehungsweise das Auto. Da muss ich auch noch weiter züchten hier. Ja. Kartoffeln brauchen wir auch noch ein paar. Da habe ich auch nicht so viele. Wenn ihr hier in der Nether Gate einen guten Platz für Kartoffeln findet, oder wo ihr wisst, wo es Kartoffeln gibt, schreibt das bitte in die Kommentare. Da lasse ich mich spoilern. Oder sagen, wo was ist. So. Da geht nicht noch ein bisschen was rein. Nämlich alles. Das können wir mal lernen. Das können wir mal rein. Das. Das ist meiner. Das können wir rein tun. Das. So, ich kann über die Mine laufen. Ich habe den Perk schon gelernt. So, was haben wir jetzt noch weiter drin? Quarterback-Stürmen. Hört sich alles gut an. Los, was haben wir jetzt noch gekriegt? Nochmal ein bisschen Schaden. Wie sieht es hier aus mit dem Schaden? Ja, okay, kein Schaden, das ist gut. Noch eine Quest. Ja, jetzt habe ich schon 6er. 58. Nehmen wir mal alles mit. Können wir alles verkaufen gehen. Die will ich besonders verkaufen. Hier, die bringen am meisten Kohle hier. So, dann was haben wir denn hier? Töte ein paar Zombie-Football-Spieler. Können wir auch machen. Töte ein paar Wildschweine. Können wir auch machen. Was ist hier? Jo, das war's. Mehr Lohn gab's nicht. Aber arg schwach. Ich aber arg schwach. So, wir können aber schon mal was für die ganzen Aufgaben schon mal erledigen hier. Und zwar die hier können wir machen. Nicht in der Nähe. Jetzt machen wir kurz hier ein Auto. Also ich habe die höchste Stufe eingestellt hier im Spiel mit Gegnern, mit Zombie-Horden, sind es 64. Und 64 habe ich auch eingestellt. Manchmal kann ich der Schwierigkeitsgrad wieder erhöhen. Da wir spielen auf normaler, ich kann noch 2 oder 3 Stufen noch erhöhen. So. Jetzt habe ich mal geguckt, ist hier irgendwo was spawnt, gerade meistens sind es Zombies. Schön.
Also wie gesagt, die Horden-Nacht ist gut verlaufen, wie immer. So, gleich noch den ersten Ziel. War hier. Wir nehmen mal unsere... Die hier. Oh, guck mal, da kommen sie auch schon. Oh, ich bin da, das sind sie. Oh, da nehmen wir sie. Oh, das schmerzt. Ah, jetzt müssen sie nochmal nachladen. Infiziert bin ich auch. Blutung habe ich jetzt auch. Ich habe bloß nichts dabei zum Verbinden, aber das ist egal. Das überstehen wir irgendwie. Kann man was essen hier? Und was trinken? Vielleicht bringt es ja irgendwas an Gesundheit. So, wir sind infiziert. Aber ich glaube, ich habe mein... Wo ist mein Auto? Ah, das UNO ist es. Ich glaube, ich habe sogar Schmerztabletten dabei. Honig habe ich, glaube ich, auch noch drin. Ja, guck, Honig habe ich drin. Schmerztablette, Hammer. Ja, wieder Mine dabei. Guck, ich habe alles dabei und ja. Fast alles, aber Geschirr gefunden habe ich leider nichts dabei. Ist egal, die 17 Minuten. Jetzt gucken wir mal weiter, wie es weitergeht. In der nächsten Z-Quest. Die können wir jetzt alle wunderbar schön mal erledigen. So. Ja, wir sind jetzt kurz zu tun mehr. Für heute, also können wir hier die Quests machen, wo wir gekriegt haben. Okay, wir haben noch ein paar Tubes. Ein paar Chatons, was sage ich da? Chatons sind ist hier die Währung. Ein paar Chatons. Ein paar Erfahrungspunkte. Und so weiter und so fort. Also ich bin dann doch an den Stein fest. Komm, Auto schaffst du hier noch 200 Meter. Ob das eine gute Idee war, die Strecke hier zu fahren? Dass wir hier vom Berg runterkommen. Gibt es da noch oder was? Ich will nur von dem Berg da runterkommen. Mehr will ich jetzt auch nicht. Steuern nicht mit WASD. Also mit WASD. Das gibt's ja hier nicht. Ich muss hier alles mit der Maus steuern. Ich steuere hier alles mit A und D. Dabei geht es hier gar nicht. Ich muss hier mit der Maus steuern. So, fahren wir erstmal vom Berg hier runter. Aber es ist nämlich leichter beim Fahren. Gleich da. Achtung. Bäumische. Ja, sieh mal. Nachgeladen ist sie. Ich nehme das Gewehr hier und. Wo sind sie? Wo sind sie? So, auch erledigt. Wir nehmen mal den Baumstamm mit. Ziemlich Honig. So, jetzt kommt jetzt mit dem Wildschwein. Ist das vorgegeben? Ne, ist nicht vorgegeben. Jetzt müssen wir das
so irgendwie erledigen, irgendwann mal dazwischen. So, die machen wir dann nach der Hortennacht, also wenn es 4 Uhr ist, also am nächsten ja, Tag 22 um 4 Uhr machen wir die Mission dann. So, jetzt geht es erstmal wieder Richtung nach Hause. Ja, zu Hause ist am schönsten. So. Das war jetzt Hortentag Nummer 3. Und es werden noch viele Hortennächte kommen. Die nächste Hortennacht ist in 6 Tagen, also am Tag 28. Also wir müssen sie jetzt alle 7 Tage. So. Bloß wenn ich jetzt rausspawn, dann kommt die Horde wieder und jetzt muss ich halt so lange spielen, bis 4 Uhr morgens ist und dann kann ich hier auslocken. Jetzt kommt die Horde wieder und darauf habe ich gesagt, einmal reicht. Man muss dann übertreiben. Ich habe ja schon Glück gehabt, dass es schon gelaufen ist und dass ich gestorben bin. So. Wenn ihr wisst, wo es hier Kartoffeln gibt, auf den Wave gehen, dann schreibt mir später Bescheid, schreibt mir es in die Kommentare. Würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn es einer schreiben wird. So. Nehmen wir hier alles mal wieder mit. Die Hälfte ist wieder zum Verkauf. Und mal gucken, ob ich was gegen die Schierfunde habe. So. Was habe ich denn überhaupt? Händler. Händler ist mir gut. Wo ist Händler? Ist andere Seite. Händler ist das. Repariere ich mal. Tue ich auch mal reparieren. So, dann kann ich das nämlich alles da schon reintun. Das ist unsere. Das kommt auf jeden Fall rein. Das kommt rein. Brauche ich auch nicht unbedingt. Das kommt auch rein. Das kann ich zerlegen. Das kommt rein. Dose Thunfisch habe ich. Kommt hier rein. Die benutze ich mal. Mit der kann ich nichts anfangen. Die Dose Lachs. Lachs habe ich da hinten. Hundefutter können wir leider auch nichts anfangen und eine Dose von hier drin. So, das kommt auch noch zur Händlerkiste, sehe ich gerade. Hier drin. Was wollte ich da gerade reintun? Das wollte ich reintun. So. Schalte ich mal aus. Schalte auch mal aus. So. Das ist Sim. Ich muss da unbedingt mal Buschabi machen, dass ich weiß, wo was ist. Das ist Missing. So, du kriegst ein bisschen Holz. Mehr habe ich leider nicht dabei. Der brennt noch. Ich muss noch 500 Einheiten mal raus. Gibt's die mal hier? So, einschalten. Das reicht auch noch ein bisschen hier. So, Messing habe ich. Habe ich Messing? Ja, Messing habe ich hier noch. Kann ich gleich noch zum Einschmelzen bringen hier. Dass wir da viele Patronenhülsen noch rauskriegen. So, deshalb, ich nehme jetzt alles mit, was ich finde. Im Gebäude drin. So, was habe ich noch? Ich habe noch ein bisschen Nahrung. Erste Hilfe-Set. Und die Geschirrfunde machen wir jetzt auch gleich was. So, die Geschirrfunde benutzen wir das Ding mal hier. Das kann ich nicht benutzen. Okay, schade. Tun wir das rein.
Das Bier tun wir ins trübe Wasser rein. Hier nehme ich. So wie das hier, wir haben die zwei Sachen, das reicht. So, wir haben noch ein bisschen Beton, wir haben Papier, habe ich Papier irgendwo? Das kommt nur noch sonstiges rein. Das kommt mal raus, das kann man einschmelzen. So, Farbehammer. Das kommt hier rein, also langsam haben wir Ordnung drin. Ich glaube, oh, im Auto ist noch was drin. So, ich habe kein Beton mehr. Sonst hätte ich gesagt, wir machen die Wand hier noch fertig. Aber ich habe kein Beton mehr. Wie gesagt, wir haben die heute Nacht sehr gut überstanden. Mit kleinen Problemen, muss ich sagen. Am Zoom sind doch mehr Gegner gekommen, als ich gedacht habe. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ja, komm, wir nehmen alles mit. So. Das zerlegen wir mal komplett. Das tun wir mal reparieren. Denn ich will mir noch einen Tragschrauber kaufen. Ich habe gesehen, irgendeine Hände hat einen Tragschrauber. Und dann nehme ich mal ein bisschen Geld mit. Und natürlich hier ein bisschen Zeug zum Verkaufen. Ich glaube, der kostet 80.000, 2, 4, 6. Ja, das können wir uns schon mal leisten, der Tragschrauber. So. Die Federn brauchen wir gar nicht. Das verrottetes Fleisch, haben auch ein bisschen was. Hier fällt brauchen wir zum Braten. Ich glaube, Leder haben wir mittlerweile auch genug. Leder ist auf der anderen Seite. Leder, Knochen. Erste Hilfe. Auch wieder Händler mit Uhr. Ah, wir haben gleich 4 Uhr in dem Spiel, das ist gut. So. Kriege ich auch mal wieder zurück. Dann nehmen wir die 11 Dinger und tun unsere Rottenbase noch kurz reparieren. Dann ist die Folge auch schon wieder beendet. Ja, kaum zu glauben, eine halbe Stunde ist schon wieder vorbei. Wir haben noch nicht groß gemacht, aber die Zeit ist davon gelaufen ohne Ende. Da sind wir dem Mix auch raus, da sind noch Lebensmittel drin und dann sind wir da auch weg. Ja. Ich muss sagen, es war eine gute Hütte, wo wir da drin gesessen drin waren. So, jetzt gucke ich mal, ob. Ich glaube, das haben wir auch schon repariert, oder? Ja, sieht zumindest mal so aus. Davon müsste ich da auch wieder welche herstellen. So, jetzt gucken wir gerade mal, ob wir. Das Ding ist, glaube ich, leer gewesen, oder? Sehr gut, da ist nichts drin. Gehen wir hier hoch. Ich gucke da mal. Da noch was ist, da ist der Gebietsblock, den müssen wir demnächst umsetzen. Da ist noch die Werkbank. Nehme ich auch mal weg. Ich nehme auch noch die Werkbank gleich noch mit. Ja, das geht. Ihr könnt also eure Sachen mitnehmen, wenn sie leer sind. Das ist praktisch, aber sie nicht mal zu kaufen, zu bauen oder zu kaufen, was auch immer. Da werde ich dann Munition herstellen. Und in der tue ich dann Schießpulver herstellen. So, da ist nämlich noch Kleber drin. Können wir Klebeband nämlich noch herstellen. Tonneweise Klebeband. So. Gleich kann ich auch disconnecten um 4 Uhr. Also sind wir so lang, sind noch 55 Minuten hier im Spiel. Ich weiß gar nicht, wie lang das in der Wirklichkeit ist. Keine Ahnung. So, das nehmen wir mit. Da ist auch wieder eine Nagelpistole drin. Da ist einiges drin noch. Also das heißt, da ist auch nur ein Nagelpistole. Ey, wir haben so viele Nagelpistolen. Habe ich so viele Mal gekauft oder hergestellt. Können wir ruhig mal welche verkaufen. Da müssen wir auch irgendwo weiterbauen. Hauptsache der Keller steht hier, dass ich mein Zeug hier unterbringen kann. Bringen wir aber erstmal die Patronenhülsen weg. So, wo habe ich denn jetzt? Die sind hier. Die Schussspitzen haben wir nicht so viele hier.
Munition haben wir viel. Die packe ich mal da rein, wo nichts draufsteht. Noch eine Nagelpistole. Hey, haben wir viele Nagelpistole. Ich glaube, ich kann da mal welche verkaufen. Natürlich die noch mit verkaufen. Was bringt die überhaupt? Reparieren. Ja, 240 ist, ja gut, okay, nehmen wir auch mit zum Händler. So, was habe ich noch drin? Maismehl. Das kommt da rein, das kommt da rein. Maismehl ist hier irgendwo, glaube ich. So, war Mais rein. So, das Hilfe war hier. Das können wir ja nicht verkaufen. Noch Klebeband. Kleber. Bisschen Nitrat haben wir noch. Öl brauchen wir auch demnächst wieder. Ich muss mir demnächst mich mal hinsetzen, die ganze Liste machen, was wir alles noch brauchen. An Material. Dass ich auch ein bisschen Leben reinkriege. Leben müssen wir auch irgendwo farmen gehen, aber wir müssen so viel noch machen. Also es gibt noch einiges zu tun. Bis wir hier alles haben. Gehen wir nochmal rüber, dann können wir nämlich den Schlafsack auch noch rüber tun. Den Block noch setzen, dass hier das Gebiet uns gehört, dass da keine Zombies spawnen und dann haben wir es geschafft. Dann sind wir komplett umgezogen. Das machen wir jetzt noch in der Folge. Bevor ich rausjoin. Nichts mehr. Da ist noch was hier. Hier keiner hat mehr frei. Jetzt habe ich die Box getroffen. Und die nehme ich auch leer. Rucksack will ich ganz gerne mit. So, kann ich den Block auch mitnehmen oder? So, jetzt bin ich komplett umgezogen. Kann uns das Haus mal am Arsch, am Popos leckes. Ich nämlich hier aufstellen. Den Befehlsblock. So, ich muss gerade mal jetzt gucken, habe ich ihn noch? Nöp. So, den nehme ich mal dahin. Wie heißt das? Geltung Schutz, oder? Wie heißt denn der Schutz? Gebietsschutz, was brauchen wir dafür? Nur ein paar Steine, mehr nicht. Ich glaube, Steine haben wir genug irgendwo. Die Eclair. Achso, die ist voll, dann schalten wir die gleich mal aus. Die ist voll. Die ist auch voll. Wunderbar. Rezepte, das hier einmal. So, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Der Tag ist gekommen. So, wo ist mein Gebietsblock? Ist gleich fertig. Dann räumen wir hier noch das ganze, nee, das ganze Zeug hier noch ein. So, was zum Händler gehört. Schau mal rein, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das reparieren wir mal. Messing kommt rüber. Beziehungsweise das tun wir dann später rüber. So. Jetzt müsste der Gebietsblock fertig sein. Sehr gut.
weit der Bereich geht. Vielleicht müssen wir ihn hier oben irgendwo hinsetzen. Ja, habe ich mir gerade gedacht. Ja, ihn hier oben irgendwo hinsetzen. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr. Müssen wir gerade uns neu erstellen. Oh. Aber wir haben ja genug Steine. An den Steinen liegt es jetzt gar nicht. Es liegt nur an meiner Kompetenz. Wo ich hab oder auch nicht hab. Dann setzen wir jetzt ganz einfach mal dahinter hin. Wenn er mal fertig ist. Und es geht heute noch. Am besten gestern schon. Da ist er auch schon. Ja, das passt, das reicht, komm. Sind wir auf jeden Fall geschützt hier. So, gut, dann ist die Let's Play-Folge auch wieder beendet. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ciao, euer Chris auf D86. Bis zum nächsten Mal. Ciao.